Guten Morgen, liebe Outdoor- und Wanderfreunde. Ich begrüße euch heute zu meiner letzten Etappe wieder zurück nach Walgau. Ich bin jetzt hier schon wieder vorne bei Vorderes. Ja, hier war ich ja vorgestern schon. Das Wasser hat sich sehr verdreckt. Gestern Abend war ein sehr starkes Unwetter, ich denke mal, dass deswegen ziemlich viel Dreck hier im Wasser mit rumspült. Auf jeden Fall laufe ich jetzt hier wieder zurück über die Brücke vorne bei Vorderes. Und dann laufe ich halt wieder nach Walgau. Würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet auf meiner letzten Etappe heute. Dann ja, viel Spaß beim Zuschauen und bis später. Da kommt gleich die Mautstelle. Aber ich denke mal, ich muss nichts bezahlen als Fußgänger.
sieht man so richtig das türkisfarbene Wasser von der Isar, was jetzt hier sich mit dem Rissbach verbindet und der Rissbach so richtig braun. Ja. Und hier der tolle Blick ins Tal nach hinten. So ein bisschen wieder wie in Kanada. Und der Blick nochmal zurück nach Vorderis. Ja, jetzt laufe ich quasi auf der Parallelstraße, auf der anderen Seite von der Isar entlang. Vorgestern bin ich ja den Radweg drüben auf der anderen Seite entlang gelaufen. Hier muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen mit Autos und Motorrädern. Aber das hört man ja relativ gut in der Regel. Auf jeden Fall komme ich so vielleicht doch noch an die ein oder andere schöne Stelle von der Isar. Und irgendwo da oben auf den Bergen, wo man hinter den Büschen sieht, da war ich gestern noch unterwegs. Und da drüber auf der anderen Seite vom Fluss, vom Bach, da war ja der Rad- und Wanderweg. Selbst hier ist das Wasser leicht verdreckt jetzt durch das Unwetter von gestern. Selbst hier an der Straße entlang zu laufen, ist richtig wie in der Wildnis von Kanada. Irgendwo mitten in den Rocky Mountains.
Ja, das hier war bis vor ein paar Jahren noch die alte Straße. Irgendwann hat es dann auch mal ein ziemlich heftiges Unwetter gegeben und dann hat es einen Teil von der Fahrbahn überschwemmt und mit Bäumen bedeckt. Und seitdem gibt es hier eine neue Umgehungsstraße, die führt dann einfach hier ein Stück weiter rechts entlang vorbei an dem Reststück von dieser, von dem Reststraße, was jetzt noch übrig ist hier. Und jetzt bin ich wieder auf der Straße unterwegs. Einerseits schade, dass es keinen Weg gibt direkt am Fluss entlang. Andererseits, dann wird da wahrscheinlich schon alles verdreckt. Von dem her, ja, nehme ich es dann halt in Kauf, dass ich hier an der Straße entlang laufe. Es gibt ja immerhin immer mal wieder ein paar schöne Parkplätze und Aussichtspunkte, um die Szenerie zu genießen. So ist doch herrlich schön, tolles Wetter. Kanada direkt am Yukon sozusagen. Nee, aber hier an der Isar ist ja nahezu genauso schön. Man kommt halt leider nicht ganz oder nicht noch näher ran darunter, aber wenn man dann so eine Aussicht hat von hier oben, ist doch schon richtig faszinierend. Der Wildbach hier so durch das Tal durchschlängelt.
Hier auch nochmal eine richtig schöne Stelle über die Isar. Mit Blick über die Isar. Und hier haben wir Kilometer 10 absolviert der Mautstrecke. So, ich glaube, es sind gerade mal so geschwind 15 bis 20 Millionen Euro an mir vorbeigefahren. Dass die Fahrzeuge wahrscheinlich alle kosten hier zusammen. Ja, da vorne wäre jetzt das Ende bzw. der Anfang von der Mautstraße. Für mich geht es jetzt aber hier runter Richtung Isarsteg.
Ja, da hinten das obere Isartal, wo ich hergewandert gekommen bin. Langsam bin ich dann wieder zurück am Ausgangspunkt meiner Tour. Jetzt bin ich langsam zurück am Ausgangspunkt meiner Tour. War jetzt nochmal richtig schön heute der Weg hier durch das obere Isartal. Auch wenn es an der Straße entlang war, aber die schönen Abstecher und Ausblicke über die Isar, die waren doch richtig schön. Und auch heute jetzt hier mit dem herrlich schönen Fotowetter. Ein richtiger, herrlicher Wandertag. Ja, ich hoffe, euch hat meine 3-Tagestour gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen für das Video. Ich nehme euch noch ein kleines Stück mit zum Ausgangspunkt. Sag aber jetzt schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund und bis bald. Da steht's, Isarsteg, noch 15 Minuten.